Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dark Souls. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir laufen mit 50.000 Seelen hier rum und sind mal gespannt, was uns hier in der Dunkelheit erwartet. Hier bin ich ja in der letzten Folge zum Schluss angekommen. Bin mir also nicht sicher, ob ich überhaupt richtig laufe oder... Ach, das ist also der Schlund des Abgrunds. Heilige Scheiße. Funkeltitanit und weißer Brocken ist schon mal geil. So, und jetzt ist die Frage, ist das da hinten ein Item oder ist das einfach nur ein Licht, was leuchtet? Ich glaube, das ist ein Item. Ah, diese behinderten Zauberer immer, ey. Die machen wirklich echt mega krassen Damage. Ja, diesmal nicht, Kollege. Diesmal nicht. Zack. Beschnitten. Finstere Träne. Okay, das war easy. Und jetzt folge ich mal diesen komischen Steinen hier. Das ist doch wieder eine Falle. Ach du Scheiße, was ist das denn? okay. Ja, ein bisschen gefährlich hier. Was sind das für Seelen? Überall liegen Items. Aber warum halten die so viel aus? Sie kommen und wollen mich holen. Schwarze Flamme. Boah. Alter. Die schlagen nicht zu, aber wenn ich die berühre, machen die Schaden. Die Säcke. Aber wo komme ich da hin? Nach oben. Will ich nach oben? Ich weiß es nicht. Ist das ein... Nein, ist auch kein Item. Okay, hier geht's wieder hoch. Aber da hinten war doch noch ein Item. Heilige Kacke, wo bin ich hier? Ein Fahrstuhl. Oh, der fährt aber echt schnell nach oben. Junge, Junge. Wo bin ich denn hier jetzt? Ach, was. Ach so. Ich verstehe. Okay, das ist cool. Da könnte ich mich ja quasi an das Bonfire auch setzen, was oben ist. Jetzt frage ich mich nur, wo ich weiterlaufen soll. Geh mir aus dem Weg. Aber da unten kann ich ja nicht lang. Da bin ich tot. Es ist bestimmt ein Abgrund. Es muss hier irgendwo weitergehen. Ja, man sieht auch wirklich gar nichts. Aber auch echt nichts. Scheiße, wenn ich da runterspringe, ist doch vorbei. Oder muss ich die erst alle killen oder sowas? Ich sehe hier wirklich gar nichts. Scheiße. Nee, da komme ich ja nicht weiter. Oh, lol, was ist das denn hier für ein dummes Gebiet, ey? Man sieht ja nichts. Und wenn ich jetzt hier langlaufe? Aua, aua. Oh, nee. So, hier komme ich runter. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Aha. Okay. Jetzt bin ich ziemlich weit unten. Scheiße. Oh, eine Nebelwand. Ich glaube, ich kann mich schon aufleveln, ist das Problem.
Weiße Scholle? Ah, und hier kommt dann wahrscheinlich schon der Boss, ne? Kacke. Oh, da ist noch ein Item. Nehmen wir gleich mit. Okay, dann würde ich sagen, stellen wir uns dem Boss. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, also... Bleibt dran. Jetzt ganz schnell hier die Maske. Wo ist sie? Da. Und ich stehe da so nackt, wie ich bin. Au! Ah! Oh! Holy! Ja, das war's schon. Alter! 56.000 Seelen. Manus, Vater des Abgrunds. Ja, geil. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Oh Gott. Ne, hier bin ich ja her, ne? Ich muss hier in dieses dunkle Loch. Alter. Das tat jetzt gerade wirklich weh. Scheiße. Ich hoffe, dass ich den richtigen Weg finde. Das war nämlich gerade echt ein Genudel. Hä, was ist das denn? Oh, das leuchtet so komisch. Huh! Wo bin ich denn jetzt? Irgend so eine weiße Katze. Was will sie von mir? Ich folge ihr mal. Aber ich kann doch hier nicht weiter. Hä? Wo ist sie denn jetzt? Das ist sehr interessant. Ne, ich muss hier hoch wieder, ne? Irgendwie so war das doch. Was wollte denn die weiße Katze jetzt? Ich konnte doch da gar nicht weiter. Oder vielleicht ging es da doch weiter? Es war einfach dunkel und... Ich habe keine Ahnung. Da muss ich mal im Internet googeln, was das zu bedeuten hatte jetzt. Hat mich ein bisschen an Alice erinnert. Alice im Wunderland. Oh, und auch wieder durch das Nebeltor. Junge, Junge, Junge. Ich will nur meine Seelen wieder haben. Erstmal. Wo sind meine Seelen? Wo sind meine Seelen? Da. Ah! Gib mir meine Seelen. Okay. Alles ist gut. Schnell heilen, heilen, heilen. Zaubern. Au. Oh, was hast du denn für eine Klebehand? Haha. Es hat weh. Alter, ich kann doch gar nichts machen. Heil dich. Heil dich, heil dich, heil dich.
Ah, ich kann nicht mehr zaubern. Fuck. Okay. Ey, ich bin doch gerollt, du Motherfucker. Ey, ohne Witz. Das macht ja echt Schaden. Ja, du mich auch. Oh nein, was macht es? Ah! Alter. Ja, wie viel denn noch? Ich mache ja gar keinen Schaden. Junge, bleib mal locker. Boah, das ist richtig ekelhaft, was der macht. Aber mehr als die Hälfte haben wir schon abgezogen. Ah, oh, das Gebiet ist richtig scheiße. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Es ist richtig widerlich. Ah, ätzend, ätzend, ätzend. Schauen wir mal, ob die Katze wieder da ist. Oder ich verzichte drauf. Oh, je. Ja. Ja, ja. Holy fuck. Ey, ohne Witz. Ich bin gerade echt angespannt. Scheiße. Ja, genau! Oh, nee! 50.000 Seelen für den Arsch! Wegen dieser Kacke! Ach komm, leck mich doch am Arsch, ey! Fick dich, du dummes Stück, Alter! Oh, boah, nee, ey! Oh, geil gemacht, ehrlich. Ja, toll. Echt super. Freut mich. Ich bin echt begeistert. Ah. Toll. Echt super. Ja, fick dich, du Bastard. Ja, da liegen meine null Seelen. Super. Echt klasse. 50.000 Seelen für den Arsch. Ach, jetzt auf einmal kannst du springen, oder was? Meine Fresse, ey. Boah, riecht mich das gerade wieder auf. Scheiße. Anus, Vater des Abgrunds. Ja, komm. Ja. Na ja, komm. Hau mich. Bestraf mich. Ich trinke jetzt so lange Flakon, bis du mich in Ruhe lässt. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Ja.
Ja. Ist okay. Ich bin gerade wirklich so ganz kurz davor, diesen Controller an die Wand zu schmeißen und drauf zu scheißen, Alter. Boah, leck mich am Arsch, Junge. Was für ein dreckiger Ficker. Toller Boss. Echt geil. Ja, ich weiß nicht, wie oft vor allem ich hier noch langlaufe, weil das regt mich gerade so dermaßen auf, hier die Scheiße, dass ich schwöre, gleich eine Pause brauche. Da muss ich erstmal eine Zigarette rauchen oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Jetzt auf einmal kann er rollen wie so ein König. Eben wenn es um 50.000 Seelen geht, da kommst du wieder nicht in Quark, ne? Oh Gott, bist du ein Lutscher. Ja, ich hab B gedrückt, Alter. Jetzt schon wieder, nichts passiert. Ja, fick dich, komm. Weißt du was? Ich mache jetzt erstmal eine Pause hier und dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich bin gerade richtig sauer. Ohne Scheiß. So, kurze Abregungszeit. Jetzt bin ich wieder bereit für Manus, dem Anus aus dem Schlund. Und bin mal gespannt, ob ich das jetzt gebacken kriege. Ich habe auch Havels Rüstung angezogen. Ob mir das irgendwie was bringt, glaube ich zwar nicht, weil ich arschlangsam bin. Aber man kann es ja mal probieren, ne? So, bin ich ja jetzt mal gespannt, ob das irgendwie einen Unterschied macht. Ich glaube eher weniger, dass wir sofort sterben. Aber man weiß ja nie, ne? Oh, ich bin gerollt. Forget it, Alter. Scheiße. Ja, der macht schon Schaden, der Junge. Er macht schon Schaden. Und wir machen kaum Schaden. Ja, so langsames Rollen bin ich auch nicht gewohnt. Schnell heilen. Oh, ganz knapp hier. Zack. Zack. Alter, ich mach so wenig Schaden. Ja. Ficker, ey. Es ist heftig. Ich stehe gerade ziemlich sicher, habe ich das Gefühl. Ja, ist ja okay. Meine Fresse. So ein schneller Pisser, ey. Ein ganz schneller Anus. Ey, ohne Witz, jetzt entscheid dich mal, was du willst. Scheiß schwarze Magie. Ich glaube, das wird so nix. Oh Gott, Alter.
Ich glaube, das wird so nix. Ich glaube, das ist ein Boss für morgen, bin ich ganz offen und ehrlich zu euch. Aber ich werde es trotzdem nochmal probieren. Diesmal ohne irgendwelche Anziehsachen. Und ich schau mal gerade eben. Ja, ob das was bringt hier mit dem Zaubern? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Schlund des Abgrunds. Scheiße, ey. Vielleicht sollte ich irgendeine Rüstung anziehen, die auch ein bisschen, ja, gegen Magie Resistenz hat. Der Spitzhut ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, du dummes Stück Scheiße. Für alle, die sich fragen, ja, ich bin sauer. Ja, ich muss gleich irgendwas kaputt machen. Ich muss mich irgendwie abreagieren. Ich merke das schon. Du bist so ein Arschloch. Was war das denn nochmal? Wanderer irgendwas, ne? Wanderermantel, das ist es, glaube ich. Ja, du mich auch. Pisser. So. Ja, ist ja gut, Alter. Ey, das ist nicht wahr. Ich komm zu nix. Ja, komm. Bring mich um, fick deine Mutter. Alter, was für ein dreckiger, verkackter Anus, ey. Boah. Ich schwitze schon, wirklich. Mir ist heiß vor Wut. Ich könnte alles kaputt machen gerade. Ah, boah, riecht der mich auf. Das kann ja noch was werden, ey. Hier sitze ich 10 Folgen lang, bis ich den besiegt habe. Wirklich. Ohne Scheiß. Was für ein Arschloch. Vielleicht habe ich aber auch nicht die passende Waffe dafür. Habe ich nicht irgendwas Stärkeres? Irgendwas... Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe da nichts. Ich habe zwar Quelax Furienschwert, aber ich glaube nicht, dass das mir hier weiterhilft. Haha, daneben geschossen. Ja, vielleicht sollte ich doch zaubern erst. Mal so lange, wie ich kann. Wenn ich überhaupt irgendwie die Möglichkeit finde, zu zaubern, wäre das eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das wird nichts. Das wird nichts. Ich weiß es jetzt schon. Ich weiß es jetzt schon. Das zieht genauso viel ab, als würde ich schlagen. Ja, genau! Boah. Weißt du was? Leck mich am Arsch. Leck mich einfach am Arsch, Alter. Was für ein dreckiger Pisser. Ehrlich.
Wie kann man so ein Arschloch sein? Und dann trägt er auch noch Anus im Namen. Und befindet sich im Schlund des Abgrunds. Ich bin Anus, der Schlund aus dem Abgrund. So ein Arschloch. Ich kann ja das andere Schwert benutzen, aber das wird doch nichts. Das wird nichts. Es ist, glaube ich, schon das Stärkste, was ich hier habe. Ich könnte natürlich... Ja, also... Was habe ich denn hier noch? Feuersichel? Das wäre jetzt geil. Aber das kann ich noch nicht führen, weil Stärke 50. Und da sind wir ja noch lange, nicht? 330. Ja, ich könnte höchstens den Drachenzahn mal ausprobieren. Aber ich glaube auch nicht, dass der mir weiterhilft. Wir probieren es trotzdem. Und ich bin schon wieder schwer ohne Ende mit... Oh. Junge, Junge. Egal, komm, ich probiere es mal. Mal gucken, wie viel Schaden das macht, wenn ich draufkloppe. Fick dich. Einmal mache ich jetzt noch. Und dann habe ich die Schnauze voll, wirklich. Dann habe ich einfach die Schnauze voll. Ganz ehrlich. Jetzt rennt das, Alter. Was für Stalker-Gegner sind das hier eigentlich? Und was ist Manus für ein Arschloch? Wirklich, es ist ja auch ein Arschloch. Wer Anus im Namen trägt, ne? Er ist auch nichts anderes. Ja, du mich auch mit deinem scheiß Gezaubere da hinten, ey. Ja, leck mich doch. Ficker, ey. Ja, fick dich doch. Boah, das Spiel regt mich gerade so auf. Wer denkt sich so einen Gegner aus? Was für Drogen hat der genommen?